Ihr merkt auch, wie unterschiedlich die Bedrocks hier angeordnet sind. Also hier ist jetzt wirklich Cut. Zack. Ziehen wir das zu und gehen dann hier weiter. Ihr seht auch die Fackeln, die ich hier angebracht habe, die bringen nicht mehr so wirklich Licht. Also wir sind wirklich ganz, ganz, ganz weit unten. So. Die letzte Spitzhacke gleich auch hin. Hier mal Kies. Geht's hier? Sehr gut. Bringen wir hier auch mal eine Fackel an. Also mit diese Dreier Abstände von der letzten Ader, die wir hier ziehen beim Strip Mining, so kriegt man auf jeden Fall alle Ressourcen. Das könnte man jetzt Etage für Etage machen, der ganzen Welt entlang, und würde auf jeden Fall alles bekommen, was diese Welt hier zur Verfügung stellt. Spitzhacke ist gleich auch hin. Eine Diamantenader mit, schauen wir mal. Oh, Lava wieder in der Nähe. Das war die Spitzhacke. Wir machen es jetzt aber noch eine neue. Aber dafür nicht mehr wirklich Platz haben. Pass auf. Jetzt mal hier das Eisenerz, Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Alles rausklatschen. Kann ich die Fackeln auch hier runter tun? Jetzt für zwei neue. Zack. Zack. Ja, jetzt tue ich wieder zurück und die Kiste nehmen wir natürlich mit. Und weiter geht's hier im Vergnügen. Eine Ader würde ich gerne noch mitnehmen an Diamanten. Die kann man einfach nie genug haben. Auch wenn wir jetzt hier das öfteren schon Glück hatten und wirklich viele große Diamantenadern gefunden haben. Und wer Minecraft spielt, weiß, was ich mit Glück meine. Donut raus, das ist hier unten. Okay.
Diese nehmen wir natürlich auch mit. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was zusammen haben schon, aber wenn es der Diamant ausgeht, man sieht selber, wie schnell Eisensachen oder aus Eisen gecraftete Sachen halt adieu sagen. Hin. Scheint aber immer nicht sehr erfreut zu sein, dass wir hier Strip Mining betreiben. Lava höre ich, okay, aber sonst... Jetzt würde ich sagen, graben wir uns dann langsamer nach oben. In unseren vollen Taschen. Dass man hier gar nichts mehr findet. Vielleicht wollte uns das der Donner auch weiß machen, dass jetzt hier zappenduster ist, wie man so schön sagt. Sagen jetzt aber langsam nach oben hier. Zack. 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 Boah, dann wollen wir doch schon ein bisschen was finden noch. Nehmen wir natürlich auch das mit, so zumindest so gut es geht hier. Oh. Und auch hier da. Oh, wo haben wir hier hingeraten? Guten Tag. Irgendwo, wo wir schon gewesen sind, aber trotzdem viele Abschnitte noch unerforscht sind, wie es aussieht. Zum Beispiel hier. Aber nach oben ist immer gut. Wir sollen auch hier weitermachen. Thank you.
Tageslicht in Anführungszeichen erblicken. Nochmal Eisen. Rein. Dann gehen wir hier auf jeden Fall weiter hoch. Zack, zack, zack und zack. Zack, zack, zack und zack. Und das Ganze immer so weiter, bis dass wir dann irgendwann mal das Tageslicht erblicken sollten. Fackel gehen. Oder ein anderer Höhlenabschnitt. Wo wir auch noch nicht gewesen sind. Aber nach oben ist immer gut. Aber auch nur nach oben. So. Nehmen wir doch mal ein bisschen die Schaufel hier. Das sieh doch mal einer an. Der Kompass müssen wir denn hier lang? Das war ein richtig großer Wald hier. Ganz schön weit weg von zu Hause, oder? Ist die da schon Fackeln? Okay, hier sind wir auch schon ein paar Mal gewesen, ich erinnere mich. Auch unser Zuhause. Ist übrigens das, was ich meine, ne? Da könnte man hier noch überall weiter vergrößern. Hier ist unser Dschungel, das ist auch unsere Monsterfalle, wo wir übrigens auch mal weitermachen müssen. Oh, das habe ich doch soweit gut eingepasst, wie ich finde. Hier ist unser Feld. Hier, wie wir noch wissen, alles schön angepasst. Hier hinten, das ist alles noch hohl. Das ist alles fürs Feld. Wie man hier sieht. Alles künstlich aufgesetzt hier, aber nach hinten natürlich herabgelassen. Ja. Das nicht so gut es ging. Es passt, sagen wir so. Ja, und hier sind unsere Bauten soweit. Hm, hier die Bäckerei. Auch noch Bauplatz auf jeden Fall. Hier die Windmühle. Und hier die mächtige kleine... na, wie soll ich sagen? Iglo Baute. So, und hier nach hinten könnte man eventuell noch gucken. Das ist das, was ich meine. Hier haben wir zwar noch einen Tümpel und da hinten auch einiges mehr wie Sumpf und keine Ahnung was, aber wir haben da hinten hin noch groß die Möglichkeit weiter entlang zu bauen. Also nach hinten hin, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist der Bauplatz unbegrenzt.
schaue ich immer, was man da eventuell noch hinmachen könnte. Kennen wir übrigens auch aus der Schneegegend raus. Gar nicht so verkehrt. Ja, hier haben wir noch ein Gebäude, wo ich nicht weiß, was es werden könnte. Kleines Café, was weiß ich. Auf jeden Fall dem Stil treu bleiben und ja, hier wirklich diese Baukunst hier beibehalten. Kurz füttern hier, die schon mal dabei sind. Noch ein paar IP. Zu. Und da muss ich mal gucken, auf jeden Fall, dass wir uns auch Baumehl besorgen, um hier wirklich noch Gras hoch zu pushen. Und hier über die Lampen. Würde ich halt noch gucken wollen. Da hinten können wir auch noch vergrößern, wie ich ja gesagt habe. Für die Hühner müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wer meine Welt gesehen hat, weiß, dass ich da ein wenig rumgetestet hatte. Also praktisch so ein riesen Aquarium für Hühner erstellt habe. Wo die Eier dann praktisch abtransportiert werden und zur Weiterverarbeitung dann parat wären. So, die Kiste, dann haben wir hier Redstone. Hier Diamanten hin. Oh, auch schon einige. Es könnten trotzdem noch mehr sein. Bis Lazui. Da könnte man sich auch was für einfallen lassen. Vielleicht irgendwie so ein Swimmingpool, irgendwie so in die Richtung. Na, mal schauen. Den behalten wir hier. Den Flint klatschen wir mit hier rein, obwohl wir den eigentlich nicht bräuchten. Bin ich jetzt hier? Ach, haben wir sogar noch ein bisschen was drin. Schau dir das mal an. Gold. Noch irgendwo was reingeschmissen? Nö. Klatsche mit hier rein, nehme ich den Achter hier raus. Oh, ist sogar noch. Oh, Eisen haben jetzt auch einiges immerhin. Essen hätten wir auch einiges parat. Ich kann aber darauf zurückgreifen dann. Gebratenes Hühnchen, ist es denn hier schon gegrillt oder müsste ich jetzt mal austesten? Oh, es ist schon fertig, sehr gut. Also Essen hätten wir einiges am Start, dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. Müsste ich beim nächsten Mal vielleicht ein paar Fackeln machen. Nochmal neue Werkzeuge. Aber dann könnten wir auch schon losreisen, würde ich sagen. Nach langer Bauphase mal ein bisschen Abwechslung, um vielleicht die ein oder andere Ressource noch mitzunehmen. Oder halt, wie gesagt, das ein oder andere Abenteuer zu bestehen, Dorf zu finden, zu handeln, was weiß ich. Aber da lassen wir uns überraschen.
Ja, ich werde jetzt auch noch die anderen Projekte da weiterführen, die ich momentan am Laufen habe, die ganzen Aufnahmen. Mein Kanal verfolgt, weiß, was alles momentan am Start ist. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es denn wieder heißt, Romiat Let's Played. Ich wünsche euch noch was und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.